Ursprüngliches Siegel. Vielleicht sollte ich dann doch mal als Sekundärwaffe wieder das hier ausnehmen, weil die Chakrame ja stärker sind. Aber der macht so viel überall andere Schadenssachen. Das ist so der hässlichste Stab des Planeten ever. Bäh. Warum trägt man sowas? Das ist doch hässlich. Guckt ihr, guckt euch das an da hier. Das wollte ich gar nicht. Wusch. Und Ultra Wusch. Okay, gar nicht mal so übel. Sieht auch ganz nett aus, aber nee. Jochen, was hast du denn jetzt schon wieder hier? Geht doch nett. Okay, man muss hier irgendwo runterspringen. Hier sind lauter Vorsprünge, die man nutzen kann, um in andere Gebiete zu kommen. Aber ich kann die irgendwie alle nicht. Ich sehe die irgendwie nicht. Ich gehe mal hier nach oben. Ich weiß auch schon nicht mehr, wo. Ich kam doch, glaube ich, von hier, oder? Hier geht's nicht weiter hoch, aber da geht's weiter hoch. Ich hab mich verlaufen. Ich irre durch die Ruinen. Ich bin schon total verwirrt. Welcher Weg ist der rechte? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal diesen in der Hoffnung, irgendwo zu landen. Warum fange ich jetzt schon an zu singen? Machen die einen wirklich wahnsinnig? Vielleicht wird man vielleicht auf der Dauer wirklich verrückt. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Kloppt, tralalala. Kann ich auf jeden Fall einen runterspringen? Führt mich das dann irgendwo weiter? Wenn man erstmal hier auf diesen Vorsprung sprungen ist, bringt mich das irgendwo hin? Fahre ich da schon mal? Jochen! Jochen, steh nicht im Weg! Ja, hier war ich schon mal. Ich habe die kleinen Vogel getötet. Geh ich halt wieder da hoch. Ja, nee, das ist jetzt nicht unnötig verwirrend gemacht. Also muss ich völlig paradox denken. Irgendeinen Weg, den ich so auf keinen Fall nehmen würde. Stirr! Und hier nach unten? Sieht schon besser aus. Hui! Aua! Guck mal, hier habe ich den Vogel getötet. Ja, hier komme ich ganz bestimmt nicht her. Ha. Huh. Das war hier auch eine Sackgasse. Ich erinnere mich. Ach, Jochen, nur weil sie keine Lust haben, mitzukommen, heißt das nicht, dass sie einfach verschwinden dürfen. Ja, das ist jetzt hier gar nicht verwirrend. Am besten ist es noch so, dass die Treppen an den Wänden hoch und runter laufen. Dann fühle ich mich wie bei den Viehchroniken. Und wäre komplett wahnsinnig am Ende des Tages. Okay, es ging auf jeden Fall mal nur einen Weg nach oben. Und das war eben jener, solcher, welcher, dieser. Der ist hier neu. Den kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Oh, Manu. Warum? Der Boden leuchtet so schön perlmuttfarben. Das haben sie echt hübsch gemacht. Also das ist jetzt mir die einzigste Erklärung, dass es hier sehr wohl hier oben nur sein kann. Also gehe ich nochmal hier nach oben hoch. Gut. Dann darf ich aber nicht da runterspringen, sondern muss erstmal hier hinunter. Und mich dann weiter umgucken. Hier geht es auf jeden Fall auch noch nach unten. Aber da unten war ich schon, nicht wahr? Ich war doch bestimmt schon dort unten. Und eben jenen Weg nach unten habe ich bestimmt auch schon gewählt. Da unten sind doch bestimmt tote Piepmats irgendwo. Hallo, tote Piepmats-Markierung. Ich hätte mir mit den Leichen den Weg markieren sollen. Aber so schlaue Dinge denke ich nicht den ganzen Tag lang. Und wie sieht es hier? Ach, hier geht es auch noch so ein Stück runter. Ja, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich wette, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ganz nach unten durchzufallen an irgendeinem Punkt. Irgendeinen Punkt, der einen ganz nach unten bringt. Hier sieht das ja mal gar nicht so schlecht aus. Das ist nur ein Teilabstieg. Waren wir hier schon? Auf jeden Fall ein kleinerer Durchgang. Komm, hier waren wir noch nicht. Das sieht besser aus. Jawohl, wir haben es geschafft. Ein bisschen nachdenken. Und wann kommt weiter? Sehr schön. Oder kamen wir von... Ach, guck an. Da sind sie wieder, die stolzen Piepmätze. Die so gut wie tot sind, wenn ich mit ihnen fertig bin. Die Peteryxin-Teile. Ach, Jochen. Einmal zugeschlagen und schon ist Jochen wieder im Finite Incantate. Ich mag es, mit Jochen zu reisen. Ihr auch? Ohne Klapper die Bim wär's nur halb so lustig, ne? Stirb, Vase, stirb. Ich hab dich schon immer gehasst. Hey, guck mal. Das nächste Tor.
So, Jungs, hoch damit! Dankeschön! Und das war dann wohl das Letzte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ob irgendwas erscheint, was mich töten will. Okay, nach unten! Ins Wasser! Ja, gut, dass man hier ins Wasser fällt, sonst wäre ich bestimmt auch tot. Jemand, der sich an mir rächen will? Guck mal, Schätze. Erhalten Todesschuss. Erhalten Kreios Krone. Erhalten Titanenspeer. Was haben wir jetzt bekommen? Der Titanenspeer. Wow. Geschwindigkeit langsam. Anforderungsstufe 20. Die behalte ich mal. Man könnte mit den guten Waffen ja fast umskillen. Niemand weiß mit Sicherheit, welches Wesen groß genug sein könnte, um den Speer zu schmieden und zu führen, zu diesem Schwert einst, zu dem dieses Schwert einst gehörte. Immerhin ist schon der Krieger, der in der Lage ist, diese Klinge alleine zu heben, ein furchterregender Anblick. Echt? Wie sieht das denn aus? Ach, so geht ja nicht. Stufe 20. Schade, ich hätte gern einfach mal gesehen. Aha. Haben wir sonst noch irgendwas bekommen? Hier bei der Rüstung? Irgendwas Neues? Die Krone. Wow, die ist toll. Mana-Regeneration auf die Zauberfähigkeiten. Die rüsten wir auch. Ja, das sieht richtig schön aus. Traum. Also wirklich, ne? Ist richtig sexy. Kann ich jetzt wieder raus? Hier war es das? Oder gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich übersehen hätte? Dann verschwinden wir mal. Ehe hier noch irgendjemand kommt, der meint, dass ihm die Gegenstände gehören. Hallo? Ich habe nur wieder kleine Ratten gehört. Aber mit Jochen raus. Hey Jochen, wir gehen zusammen nach draußen. Guck mal, die Leiter kannst du bestimmt hochklettern. Dann hätten wir mal eins der kleinen Mini-Dungeons gemeistert. Schön. Keuch doch nicht so. Oh, eine grüne Oberfläche. Ich freue mich, in die Dunkelheit hinauszukommen. Gut, unser nächster Punkt. Hier kann ich wieder eine Urne zerstören. Wird gemacht. Ist doch gar kein Problem. Ich liebe es, Urnen zu vernichten. Aber nicht ohne Jochen. Weil diese Urnen, ne, die haben es ganz schön in sich. Mit diesen fiesen, gemeinen Gesellen, diesen brutalen, dunkle Magie. Brrr, deine Mutter, Alter. Jawohl. Okay, weg hier. Das Ding kaputt machen. Das Ding kaputt machen. Machen wir mit Jochen Spaß. Hat mal Spaß mit dem Jochen. Ja, super. Du gehst mal zum Jochen. Und ich mach mal ein bisschen kaputt, was du hier sonst so an deinem Fokus hast. Silberrunden toll. Vernichtet seist du. Au. Guck mal. Nicht mehr Wald und nicht mehr lange und der Typ ist Friede. Super. Ja, Jochen, hast du ganz toll gemacht. Knochenledergamaschen, Stab der Dämmerung. Der ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir packen alles den Zunder hinzu. Und was haben wir hier? Nix. Achso, ja. Das könnte ich übrigens noch wegmachen. Und was haben wir hier? Nix. Alles klappt ja richtig gut. Ich merke schon. Und wir können jetzt zu diesem Typen zurückkehren. Einmal haben wir hier die Plünderer-Totems. Soll ich da beschaffen? Hä? Die gibt's hier. Okay, dann gehen wir mal dahin. Kann ich mich dahin beamen? Zum Steinmal? Hallo, ich will das anklicken. Kann ich da... Ach nee, ich muss mich ja dann da raus. Da, Plünderer-Totems beschaffen. Kann ich das anklicken? Nee, dann möchte ich mich jetzt mal dahin beamen. Beam! Die ganzen Gegner sind wieder da. Rickeln, da freue ich mich drauf. Dann kann ich ja hier noch ein paar töten. Da haben wir sie wieder. Habt ihr auch Totems? Und kaputti, Intantatien, Finite, Totem, extrem schlecht, dass die mit ihren Eisspeeren da mal so einen aufbringen. Meine dürren Glieder? Ich mag meine dürren Gliedmaßen. Lass mir bloß meine dürren Gliedmaßen. Ihr seid doch nur neidisch, dass ihr viel fetter seid als ich. Goldmünzen, Plünderer-Totems. Geht mir aus dem Weg, ihr widerwärtigen Leichen. So, und dann müssen wir dringend auch mal Sachen verkaufen, die wir jetzt großartig weiterquesten. Das bringt ja sonst nichts, wenn der ganze Inventar hier vollgemüllt ist. Wie weit war denn das jetzt weg? Nicht so weit. Dann gehen wir noch dahin. Zum Steinmal.
weil wir ja jetzt die Plünderer-Sachen da zurückbringen können. Gehen wir den Weg oder... Ach, beam me up, Scott, die macht mehr Spaß. Du, 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 du. Hoch, hoch zu den fliegenden Steinen und dann beam me up, Scotty. Beam me up. Und los geht's. Yep, auf nach Idylla. Der idyllischen, schwebenden Insel. Im Himmel. Idylla, geheiligt sei dein Name. Dein Reich komme. Bla, bla, bla. So gut, da unten steht sie doch schon. Der können wir jetzt ihre Totems geben. War doch das mit den Totems? War das nicht was mit den Totems? Ich erinnere mich doch, da gab es sowas. Oder ist das schon wieder was anderes? Sie ist wieder brav am Beten. Und buh! Ihr seid zurückgekehrt. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich habe einige Totems für euch. Sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste zu belohnen. Nicht versuchen, mach es. Sehr schön. Entfernt. Mal 9. Oh, da kriegt man viel Geld für. Lebt wohl. Das ist ja super. Also da kriegen wir recht viel Zeug für. Wenn wir das mit diesen, ja, die Litaneien, die muss ich nochmal als aktive Quest festlegen, damit ich dann auch weiß, wo ich die als nächstes suchen muss. Aber jetzt geht es erstmal in die Markthallen, beziehungsweise auf den Marktplatz. Denn ich möchte Kram verkaufen. Markt von Idylla. Hallo, ich hab Schund dabei, aber erstmal zerlegen, zerlegen, zerlegen. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. La 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 la. Sind das die guten? Ja, die will ich nicht. So. Und fertig. Habe ich jetzt Waffen zerlegt, die ich behalten wollte? Diese. Nee, die habe ich noch. Okay. Gut, darf ich natürlich nicht vergessen, ne? Dass ich das nicht. Dass ich die dann nicht einfach so wahllos zerlege, wie so eine psychopathische. Ich zerlege alles. Ach, jetzt können wir ja wieder bessere Waffen herstellen. Gucken wir mal, ob wir bessere Schakrame herstellen können. Eine ursprüngliche Scheibe haben wir. Die könnten wir dafür benutzen. Das macht Feuerschaden. Das ist vielleicht ganz interessant. Leben, Mana, Eisschaden, Mana-Regeneration ist immer gut. Plus 45 Mana, nicht übel. Ursprüngliche Schakrame. Aha, 76. Nicht übel. Geschwindigkeit mittel, na gut. Vergleichen wir sie doch mal. Wir haben gerade die Bifröst-Schakrame. Die machen ordentlich Eisschaden. Ordentlichen Wumms haben die dahinter. Die machen ja ordentlich ursprünglichen Schaden. Haben dafür aber weniger Angriffspower. Geben aber plus 45 Mana. Ursprungsschaden ist auch recht hoch. Der Feuerschaden ist nicht übel. Gut, die sehen eigentlich ganz cool aus. Wie ist denn das jetzt hier mit diesen... Wie war das jetzt hier mit den... Plus 45 Leben? Was ist das denn nochmal hier gewesen? Ja, aber ich kann doch jetzt... Achso, ich kann dann einfach nur noch zusätzlich eine Prisme mit hineinfügen. Ich weiß nicht, ob ich die mal herstellen soll. Dann können wir die anderen Chakrame nämlich doch... ursprüngliche Chakrame. Ursprüngliche Chakrams. Dann nennen wir sie mal alte Magie Scheiben. Alte Magie Scheiben. Nee, das klingt blöd. Dich trifft der Tod. Müsste ich eigentlich in Großbuchstaben schreiben, wie der Tod? Aber egal, ich nenne sie einfach mal so. Okay, weiter. Zerlegen will ich dann hier die ursprünglichen Chakrame, die ich hier noch hatte. Da gibt es nämlich jetzt die ursprünglichen Scheiben, die wir vorhin versemmelt haben, indem wir da unser Chakrame hergestellt haben. Und ich gehe dann doch jetzt in die Sekundärwaffe und nehme diese hier, weil wir doch ein bisschen heftiger sind. Und ich kann jetzt, was kann ich damit noch machen? Ich wollte gar keinen Trank nehmen, ich wollte F drücken. Herstellen. Waffen, Krieger, Schurken, Magier. Kann ich irgendwie noch eine bessere Robe herstellen? Wow, die macht aber ordentlich Verteidigung. Plus 11 Rüstung, Leben, weniger Eisschaden, mehr Mana ist natürlich immer gut. Blitzresistenz ist natürlich immer... Das ist ja eine heftige Robe. 130! Wow, aber wie ist denn das jetzt hier mit diesen... Kann ich, haben die jetzt irgendwie was Besonderes? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das sind meine... Warte, Sekundärwaffe... Eine Rasierklinge voller Magie, die pulsierenden Tuten tun. Wie ist denn das jetzt mit den, Moment, 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 Moment.
Techniken. Nein. Fähigkeiten. Nein, das war's nicht. Ja, Fähigkeiten am Rand des Bildschirms, damit sie während des Spiels verfügbar sind. Kann ich die jetzt... Das sind die Runden, das sind Fähigkeiten, die ich da runterziehen kann. Ja, das hab's doch, aber da... Ja, das... Ich hab's doch noch nicht so viele. Ja, ich hab's doch noch nicht so viele. Kann ich hier irgendwas hier? Das brauche ich nicht. Nützt mir auch nichts. Nee, ich will nur die Zauberkraft-Dinger haben. Hier, ab da oben kann ich dann wieder was da reinziehen, aber das wird dann automatisch gemacht, vermute ich mal. Meteor, ist ja cool. Dann ist das der Status. Talente, richtig. Schmiedekunst. Du kannst bei der Herstellung von Ausrüstungen Gem als Komponenten verwenden. Erhöht die Effektivität von Reparaturgems. Gem als Komponenten? Aber ich habe doch Gemmen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Ich kann eure Ausrüstung reparieren.